bei mir. 1-1 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Ein gewonnener Punkt oder zwei verlorene heute? Ja, das ist jetzt eine schwere Frage, 3 Minuten nach dem Spiel, aber wir haben gut angefangen und wurde auch ein ganz klar reguläres Tor aberkannt. Da sollten wir sich auch mal Gedanken machen, weil wenn wir das Tor nicht gibt, dann kann man immer ein Tor geben nach einer Ecke. Und klar, Oberhausen ist eine starke Mannschaft, das wussten wir vorher. Und deswegen haben sie sich den Punkt auch verdient. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir hier 2-0 führen, dann will ich mal sehen, wie Oberhausen dann reagiert. Aber uns bleibt jetzt nichts über. Wir nehmen den Punkt mit und müssen am Samstag bzw. Sonntag Gas geben und den nächsten 3 einfahren. Man hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit war es eigentlich eine sehr souveräne Leistung. Hat dann Oberhausen auch mehr und mehr einen Griff gehabt. Woran lag es, dass man in der zweiten Halbzeit Oberhausen wieder zurück ein bisschen ins Spiel kommen hat lassen? Ja, wie schon gesagt, der Oberhausen hat eine gute Mannschaft, haben sehr viele spielstarke Jungs, die haben das auch gut gemacht. Und deswegen haben wir da vielleicht ein bisschen die Ordnung verloren. Aber ja, nichtsdestotrotz haben wir auswärts hier gespielt, von einer guten Kulisse. Oberhausen hat ein Spiel und ich denke, wir sollten ihn damit, wie schon gesagt, und dann ist super. Ein Wort zu dir vielleicht. Ist es gerade so, dass man mich anschließen kann und der Ball geht rein? Wahrscheinlich ist es so, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe noch 2 ganz gute Chancen, wenn ich mal von dem nicht gegebenen Tor absehe. Dann muss ich dann einen davon auch noch besser platzieren. Aber ja, ich sag mal so, solange ich die Mannschaft treffen kann, ist es gut. Und ja, wenn ich mal nicht mehr mache, muss ich halt langsam machen. Okay, gut, dann bleiben wir dabei. 1-1 gewonnener Punkt. Wir sehen uns gegen Wattenscheid. Alles klar. Danke.